So. Das wird noch ein. Wird sie noch eine Weile irgendwie hinziehen hier. Habe ich so das Gefühl. Aber, oh, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Da kommt wohl wieder einer drauf auf den Server. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zum LS15. Natürlich wie gewohnt auf unserem Community-Server. Wenn du wissen möchtest, wie du da drauf kommst, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, denn da befindet sich ein Link zum Forum, wo alles weitere beschrieben ist. Denn ihr könnt natürlich hier auch mitspielen. Das muss ich mal ganz am Anfang des Videos sagen, damit die Leute, die sich die Videos hier auch angucken, da auch Bescheid wissen, dass es möglich ist, sogar hier mitspielen zu können. Denn einige fragen mich ja immer wieder, wie sie das können, wie sie auf den Server können. Und somit wollte ich das mal kurz am Anfang gesagt haben. So, wir wollen jetzt ein bisschen Gras machen. Und werden das hier auch mal irgendwie versuchen, taktisch klug anzugehen. Und fahren mal hier rum, würde ich sagen. Denn der Plan ist, ein bisschen Zeug für die Kühe oder für die Tiere allgemein mal zu machen. Und das gehört natürlich dazu. Natürlich ist dieses Ding hier übertrieben groß. Dieses Feld. Und vielleicht müssen wir da nochmal einen neuen Mod reinmachen. Denn auch Modwünsche und so habe ich im Forum gesehen. Und werde ich auch jetzt die nächsten Tage bearbeiten. Denn da ist auf jeden Fall noch einiges offen. Denn wenn ich den Beitrag nicht schließe oder dazu noch nichts geschrieben habe, dann ist es natürlich noch in Arbeit. Deswegen nur damit ihr da schon mal grob Bescheid wisst. So, wir müssen jetzt erstmal hier zusehen. Das Feld ist ja übertrieben groß, einfach mal. Alter Schwede, ey. Ist ja mega groß. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier wenigstens dieses Feld schnell, bevor es wieder anfängt zu wachsen, in den Griff bekommen. Vielleicht müssen wir, wie gesagt, noch ein Mod irgendwie nochmal dazu nehmen, dass wir, ich weiß gar nicht, gibt es noch diesen Krone, habe ich den nicht sogar schon im Game? Das würde mich mal gerade kurz interessieren. Ich glaube nicht Krone Big X, aber ich glaube, es gibt da ja auch noch so ein Krone Big M. Das ist ja dann dieser Rasenmäher quasi, also so ein großer. Und den könnte man vielleicht ja mal irgendwann installieren. Aber zum jetzigen Zeit geht das ja hiermit auch. Vielleicht machen wir hier auch einfach Ballen draus. Wie wäre das denn? Hätte ich auch mal Lust, so ein paar Ballen zu machen. Weiß nur nicht, ob das so schlau ist, das hier auf diesem Feld zu machen, aber ist ja egal. Irgendwo müssen wir es ja machen. So gesehen. Ja, gucken wir mal. So. Nee, das jetzt hier erstmal fröhlich vor mich hin, dieses Feld. Und danach gucken wir mal, wie wir das weiter laufen lassen. So, ich muss ja auch gar nicht die Ecken immer so großzügig ausfahren. Ich weiß gar nicht, bringt es was, wenn man hier Mist oder sowas drauf fährt oder Gülle zum Beispiel auf diese Felder, also auf diese Wiesen? Bringt das dann mehr oder mehr Ertrag? Ich weiß es gar nicht. Könnte man ja auch mal irgendwie ausprobieren. So. Das wird noch ein. Wird sie noch eine Weile irgendwie hinziehen hier. Habe ich so das Gefühl. Aber, oh, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Da kommt wohl wieder einer drauf auf den Server. Dann passt es ja perfekt. Kann der vielleicht gleich mal ein bisschen schwaden oder so? Müssen wir mal gucken, wer das ist.
Auf jeden Fall dauert die Synchronisation wieder etwas länger. Ja, ja, ja. Oh. Renke, moin. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof bei dem Mod, dass der so ein bisschen über dem Chat liegt. Deswegen. Na, was machst du so? Gras. Mähen. Wiese. Eins kannst schon baden kommen, wenn du willst. So. Hier mal so ein bisschen diese Kurven fahren. Gerne schreibt da, das könnt ihr so grob lesen. Ist halt ein bisschen doof. Aber das passt. So. Das Ding ist halt aber, wenn ich jetzt das mit dem Easy Flow mache, wird es dann nicht auch eigentlich zu zum Schwader oder Wenden? Wenden, glaube ich, vorher, weil ich entweder das einlagern möchte oder Ballen draus mache für die Tür. So, warte mal, wenn wir hier so ein Easy Flow haben, dann wird das Easy Flow Pickup kommen ohne Kurvenbahn aus. Die Anzahl der verschiedenen Filter, die wurde verglichen zur Pickup-Prozent reduzieren, welche Höhe. Ja, schön wäre halt gewesen zu wissen. Dann wende ich Pickup. Danke. Sonst. Oh, ich muss hier mal so ein bisschen rüberfahren. Sonst auch gleich in TS kommen. Wenn du willst. So, erstmal kurz hier ein bisschen Communication. Aber ich glaube mit dem Easy Dings, wenn du das. Jo, mach ich, alles klar. Wenn du das, wenn du das damit quasi, ja, wie soll ich das sagen, wenn du das damit ja auf den aufnimmst, glaube ich, wird das ja auch wieder umgewandelt in Silage, wenn ich das richtig weiß. Aber ich bin mir da halt auch nicht zu 100% sicher. Ich habe da keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, wenn ihr da drin fit seid, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich mal interessieren. Werden es auch mit Sicherheit kurzzeitig hier ausprobieren, wie ihr gerade gesehen habt, das mit dem Mähen. Das ist ja auch, haben wir ja auch gerade mal ausprobiert. Das ist auf jeden Fall mal so eine Idee, wie man das quasi machen könnte, sag ich mal so. Aber wie gesagt, wir wollen halt ein bisschen Futter hier erstellen. Und ich glaube, wenn wir Ballen machen, kann man das halt auch nachher viel entspannter in den Mischwagen reinpacken. Deswegen überlege ich halt, ob wir nicht ganz einfach Ballen erstellen und die uns da hinpacken und dann nach und nach das da reinpacken. Aber das gucken wir mal, weil da habe ich ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. Und vor allem müssen wir mal gucken, wie wir die anderen Felder wieder geerntet bekommen, damit wir da wieder sehen können. Und Feld 11 können wir eigentlich auch wieder sehen. Das könnten wir eigentlich auch nochmal in Angriff nehmen. Aber jetzt mache ich erstmal, jetzt mähe ich erstmal, damit gleich Renke da nicht aufgehalten wird, weil er nichts mehr hat zum Schwadern. Ja, deswegen. Deswegen müssen wir auch mal wieder ein bisschen Gras machen, ne? Weil wir da nicht mehr so viel haben.
So sieht das nämlich aus. Und ich denke mal, das ist ganz cool, weil wenn wir jetzt zu zweit wenigstens sind, dann haben wir ja ein bisschen, können wir ja ein bisschen was zusammen hier starten. Und wenn wir dann noch Ballen oder so machen sollten, dann ist es natürlich cool. Also cooler zu zweit als alleine, so gesehen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Was schreibt er? Bist du noch bei der Aufnahme? Jo. Bist dabei. So. Nice. Sehr gut. So soll es auch sein. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich auch auf dem Community-Server aufnehme. Damit ihr nämlich halt auch die Möglichkeit habt, so gesehen dabei zu sein. Was halt viele von euch mich immer wieder mal gefragt haben, von wegen, ah, kann ich mal mit dir spielen, kann ich dabei sein? Und so ist halt die Möglichkeit halt auch da. Und einige nutzen das halt auch und das ist halt auch ziemlich cool. Ja, alles gut. So. Sache, er wendet das erstmal, dann wird das zum Heu und dann können wir das danach weiter verarbeiten. So, hier machen wir weiter. Kurz ein paar Notizen gemacht, denn ich befinde mich ja im Moment gerade in so einer, Aufnahmesession, wie ihr das ja kennt, so. Und da muss ich mir nebenbei immer mal so ein paar Notizen für einen eventuellen Titel machen und denn dann, das ist nämlich dann hilfreich in der Bearbeitung nachher. Deswegen muss ich dann ab und an mal kurz so am Rand, habe ich dann so einen Block liegen und dann schreibe ich mir da immer was auf, wie ich die Folge nennen kann. Manchmal, also meistens immer in so einer Aufnahmesession, wenn ich jetzt so ein, zwei Folgen aufnehme, wie ich das letztens gemacht habe, so, dann mache ich das dann aus der Bearbeitung heraus. Aber so geht das dann immer ganz gut. So, also ich muss sagen, wir schaffen ja eigentlich relativ gut, so gesehen. Ich meine, jetzt wo ich die Langbahn fahre, funktioniert das ja. Aber es ist trotzdem noch unglaublich viel. Also, keine Ahnung, das ist noch ein bisschen was da drauf. Aber gut, ich meine, wir haben ja die Zeit, ne? Das ist ja alles hier voll entspannt bei uns. Wir haben uns halt gesagt, wir machen ein bisschen Gras, also machen wir ein bisschen Gras. Frage mit den Karotten, dafür brauchen wir einen Drescher mit Häckslergebiss. Ah, okay, wirklich? Damit geht das? Das probieren wir dann aber auch mal aus. Wenn das wirklich so easy ist, dann sollten wir das wohl auch mal testen. Häckslergebiss Karotten ernten. Klingt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil mit einem Häckslergebiss. Ja, müsste eigentlich. Hat jemand gesagt, okay. Testen wir gleich mal. Genau. Naja, hat auf jeden Fall hier erstmal noch ein bisschen was zu tun mit dem Umdrehen da. Und ich habe aber auch noch ein bisschen was zu tun, weil ich hier noch ein paar Strecken vor mir habe. Aber das macht nichts. Das bringt auf jeden Fall hier auch so ein bisschen
bisschen Spaß, muss ich sagen, ne? Also so mit dem Trecker hier so ein bisschen Grasen mähen. Auch wenn ich gerade nicht die Spur getroffen habe, weil ich eine coole Ansicht machen zeigen wollte, ist das auch alles kein Problem. Jetzt treffe ich hier gar nichts mehr. So. Kriegen wir ja alles hin. Ich bin mal gespannt. Ich weiß halt noch nicht. Ich glaube, Ballen machen wäre halt ziemlich cool, weil Ballen haben wir halt bisher noch gar nicht auf der Map gemacht. Und wenn wir da so ein paar Ballen, da ist ja so ein Ballenlager direkt daneben, da können wir die ja hinstellen, Rundballen, und dann können wir die immer nach und nach so da reinpacken. Würde ich sagen. Ich weiß halt nicht. Wäre halt eine coole Sache, so gesehen. Müssen wir mal überlegen. Vielleicht habt ihr auch eine coole Idee, dann schreibt mir die auch gerne in die Kommentare. Dann probieren wir das nämlich auch mal aus. Wenn ihr sagt, nee, fahr das lieber alles ins Einlagern, weil dann kannst du es nachher in den Futtermischwagen packen und da hast du mehr davon, dann werde ich das natürlich machen. Aber wenn ihr sagt, nee, auch mal so ein Feld Ballen machen, wäre auch nicht verkehrt, so gesehen. Weil dann habe ich auch mal ein paar Ballen da und könnte die halt auch einlagern und so. Und na, dann hat man halt mal welche. Dann kann man das natürlich auch mal als Abwechslung machen. Müssen wir mal gucken. Das wäre halt so eine Idee. Dann kann man halt auch mal wieder ein bisschen mit dem Frontlader rumspielen und... Und ja. Dann hat man da auch mal wieder ein bisschen was zu tun. So, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall liebend gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich super freuen. Und natürlich auch würde mich das auch unterstützen mit meinem Kanal. Und ja, wir sehen uns dann einfach morgen wieder in einer neuen Ausgabe und Folge von LS15. Und wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso muss ich kurz nochmal sagen, wie ein Link für Game Server, wo ihr Rabatte drauf bekommt. Klickt da einfach mal drauf und bestellt euch oder mietet euch einen Server. Kriegt ihr 5% Rabatt bei G-Portal. Und dann habt ihr da auch ein bisschen was von, ne? So, aber das war's von heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.